Ihr seht mein Monitor-Setup und ihr seht, der linke unter, der ist dunkel. Rechts seht ihr schon mal den Schaltplan und ich kann euch jetzt mal noch geschwind erklären, weil wir schon mal dabei sind, was es mit dem Setup auf sich hat. Und zwar sind das hier zwei Monitore, die haben hier einen Winkel. Das finde ich ganz geschickt, weil man da hier, also von oben und von da, dann immer senkrecht auf die Bildschirme schauen kann. Das sind zwei relativ alte, das sind LP2475W. Die sind ziemlich alt, der untere, den habe ich schon vor einiger Zeit gekauft, das war mein erster großer. Den hat es zerrissen. Jetzt war die erste Überlegung, kauft man einen neuen, aber naja, also da bin ich jetzt Perfektionist. Dann müssten es zwei sein und das ist bei zwei guten 24 Zöllern oder 27 Zöllern nicht ganz preisgünstig. Machen wir das Ding mal auseinander. Ich habe einen Schaltplan dafür gefunden. Es ist wohl das Netzteil, weil das Ding geht gar nicht mehr an. Ich weiß noch nicht, was da rauskommt. Ich werde es auf jeden Fall veröffentlichen. Wie auch immer diese Geschichte ausgeht, das ist also ein kleines Tagebuch. Also eigentlich so, wie ein Vlog gedacht war. Aber eben, es kann sein, dass ihr euch jetzt hier eine ganze Weile Video antut. Das ist jetzt nur zur Warnung. Und nachher kommt da nichts raus. Tja, so ist es halt. Also ich sag mal so, hier sind jede Menge Schrauben. Das hier ist bei mir sowieso nicht mehr da, weil da wurde das Ding festgeschraubt. Ihr seht hier auch nochmal diese ganze Orgie an Anschlüssen. Das ist echt eine wahre Freude. Vom DisplayPort, HDMI, DVE. Mache ich jetzt hier eigentlich ein Werbevideo? Ah, schau mal, ob wir das Zeug auseinanderkriegen. Ich habe, und das seht ihr hier, glorreich das einfach mal angefangen hier aufzuhebeln. Wahrscheinlich habe ich in der Anleitung schon wieder zu weit gelesen und die waren schon beim Zerlegen von dieser Elektronikeinheit. Also das Zeug ist hier halt eingeklipst. Und wenn jetzt da unten ein Kratzer ist, an der Stelle, wo ich es eh nicht sehe, I don't care. Ich habe es auseinandergekriegt. Der Trick ist, dass man hier in der Mitte am meisten hereindrückt. Wenn ihr das gescheite Werkzeug dazu habt, umso besser. Und eben dann mit dem Plektrum das nach außen zieht. Das dann auch an den und den Seiten am besten auf den Boden stellen und es dann so aufhebeln. Das funktioniert dann. Die Schrauben hätten wir jetzt hier noch nicht rausmachen müssen, aber ich habe so ein Gefühl, da kommen wir später dazu, bin mir noch nicht sicher. Aufpassen, ich wollte mich erst den Rahmen nach vorne wegziehen. Das ist eine dumme Idee, weil der Rahmen hält gleichzeitig natürlich die Tastatur und das Flachbandkabel, das könnt ihr dann so schön abreißen. Ja, jetzt mal gespannt, wie das weitergeht hier. Dieses USB-Gesimse da, das wäre natürlich auch ein Verlust für die Menschheit. Das muss erst einmal weg. Und dann habe ich hier einige Folien, die dieses Zeug da halten, auch weggemacht. Wenn man das hier ein bisschen auseinanderzieht, sieht man hier und hier Schrauben. Das heißt, dass diese Metallkonstruktion, wenn man jetzt das Zeug hier noch wegmacht, diesen EMV, ich sage jetzt mal EMV-Aufkleber, also das Zeug soll halt nachher zur Abschirmung dienen, also die Masseverbindung verbessern. Und das machen wir jetzt mal einigermaßen sauber weg. Ihr könntet das natürlich mit einer Brutalseite einfach durchschneiden. So, man sieht schon, dass jetzt hier dieses Flachbandkabel raus muss. Der Rest hebt sich jetzt ab, nachdem ich diese zwei Schrauben hier aufgemacht habe, links und rechts. Da muss natürlich die Folie erst weg und dann kann man das hier so entriegeln. Weil wir schon dabei sind, das hier ist jetzt kein Spaß. Da drin werkelt normalerweise Netzspannung, auch wenn ihr den Stecker rausgezogen habt, kann da noch was sein, was euch umbringt. Also nicht nachmachen, nur vom Fachmann. Und wenn ihr auf so eine Idee kommt, immer die Sicherheitsregeln beachten, ihr könnt es eher googeln, aber wie gesagt, solltet ihr nicht nachmachen, ist nur zur Unterhaltung. Deswegen mache ich es ja für euch. Ich sterbe halt dann. Ja, das hier. Jetzt sind wir uns jedenfalls ganz sicher, dass man diese Schrauben hier nicht hätte rausschrauben müssen. Dankeschön. Vielleicht hätte man die Anleitung genauer lesen sollen. Ach, eigentlich könnte ich euch noch mal kurz durchwalken hier. Das hier, das sind die Ansteuerungen für die CFLs, also für die Leuchtstoffröhren. Das sind diese Hochspannungstrafos drin. Das wird die Elektronik sein, also die Bildverarbeitung. Und hier wird so das Vor-Input-Analog- und Digitalverarbeitungsboard sein. So, der Stecker ist draußen. Und jetzt kann man den ganzen Spaß hier auch schön aufstellen. So, da kann ich mich jetzt nicht ganz beherrschen und muss dann doch noch ein paar Worte loswerden. Seht ihr das hier zum Beispiel? Hier sind so winzige Zacken. Das dient dazu, da wird eine Drossel drüber sein. Wenn hier die Energie plötzlich zusammenbricht,
die Energie, sage ich falsch, der Strom plötzlich zusammenbricht und es zu einem Überschlag kommen sollte, dann ist das hier der Weg, den der Überschlag nehmen sollte. Hier sind noch zusätzliche Isolationen reingemacht. Da haben sie sogar das Schaltbild reingemacht. Hier ist auch eine Drossel und hier wieder weitere zusätzliche Isolationen. Hier auch und hier auch übrigens wieder diese lustigen Zacken. Haben wir auch, wenn ihr mein USB Power Supply Video geguckt habt, werdet ihr das wiedererkennen. Und hier sind noch jede Menge, das ist jetzt entweder um die Stromtragfähigkeit zu erhöhen oder eben um mehr Spannung abgeben, das ist jetzt Quatsch, was ich hier sage, oder mehr Wärme abgeben zu können. Hier noch eine weitere Isolationseinfräsung. Also da hat sich jemand Gedanken gemacht. Das gefällt mir schon narrisch gut. Ich habe übrigens vorher geguckt, ob eventuelle Elkos entladen sind bei der ganzen Geschichte. Habe ich schon gesagt, dass das lebensgefährlich sein kann? Habe ich mich gerade noch sehr wohlwollend über das Netzteil hier ausgelassen? Da sieht man doch, hier, das ist der Hammer. Da haben sie den Kühlkörper hier abgesägt. Angefräst, weil hier, das ist jetzt gerade am Rand vom Bild, hier, das ist auch schräg. Das allererste, was man bei sowas macht, ist erstmal eine optische Kontrolle. Sickt nur irgendwas. Und in Ermangelung besserer Ideen schmeißt man jetzt schnell noch was runter. So, und wenn man sich jetzt das nochmal anschaut, merkt man, wie schön das von HP benannt ist alles. Also die Bauteile heißen, die FETs heißen Q, die Dioden heißen D. Und wenn man sich da so ein FET anguckt und dann misst und guckt, ob der leitfähig geworden ist, dann ist er das nicht. Das eine, das war wohl die Buddy-Diode. Da ist eine andere Diode. Ich bin jetzt hier auf Diodentest 0,4. Overload passt. Und hier ist eine Doppeldiode. Und ich habe schon in den Foren irgendwo eine Bemerkung gelesen, dass jemand die Doppeldiode getauscht hat. Und wenn ihr jetzt hier seht, 0 Volt, 0 Volt und in der anderen Richtung auch 0 Volt. 0 Volt an sich sind schon mal verdächtig. Dann ist es extrem verdächtig, auch wenn in der Schaltung messen natürlich extrem fraglich ist. Hier ist nochmal eine Doppeldiode, passt. Und was ich jetzt aber schauen wir nochmal. Ja gut, was ich jetzt nochmal gucke, und zwar das ist die D051. Und ich gucke jetzt nochmal nach in dem Ablaufdiagramm von HP, wann es rauskommt, dass die defekt ist und gucke, ob noch andere Bauteile getauscht werden müssen, laut HP. Also das hier haben sie extrem gut gemacht, also eigentlich eher nicht, weil an denen, ja da kommt man schon ran, aber da muss halt dann der Elko raus und da muss ich ein bisschen Mühe geben. Und wie dieser Kühlkörper hier hält, das ist auch ein bisschen speziell. Ja, mal gucken. Lieber nochmal ein bisschen nachverlöten, damit es nach das Auslöten besser geht. Das ist ein alter Trick mit dem scheiß bleifreien Zeug, was man da manchmal hat. Da nimmt man eben das gute Bleihaltige. So, ich scheiße jetzt, ich mache jetzt den blöden Elko da davor raus. Das ist relativ simpel. Ein bisschen wackeln an den Beinchen, merken, dass Minus oben war, weil sonst fliegt er uns nachher ziemlich um die Ohren. Und das ist jetzt nicht elegant, das weiß ich, aber so geht er am schnellsten raus. So, das ist er. So, jetzt hat man freie Schraube für freie Bürger. Schön ist, dass der hier auf so einem Thermopad ist und ich jetzt nicht mit blöden Wärmeleitpaste herumkacken muss. Ups, so, der ist draußen. Also mit der Wärmeleitpaste hätte ich nicht so laut sagen sollen. Und weil wir es natürlich jetzt genau wissen wollen, jetzt haben wir es ja da. Hier sind zwei Dioden aufgedruckt. 0 Volt. 0 Volt ist schon mal verdächtig. 0 Volt hier, in der anderen auch 0 Volt.
Und auf der rechten, da ist also die Diode anders, nennen wir es mal anders, also die scheint zu funktionieren. Und noch eine Gegenprobe, dass ich auch die richtige erwischt habe, 0,21, 0, das passt. Und in der Richtung auch 0,21, 0 passt. Auch kleine Seitennotiz, man muss ja mit Wärmepaste schon sparsam sein, aber das kommt mir fast etwas wenig vor. Das Doofe ist, ich habe nicht damit gerechnet, jetzt muss ich mal gucken, ob ich Wärmeleitpaste irgendwo rumliegen habe. So, das ist die beste Wärmeleitpaste im ganzen Haus. Die ist wahrscheinlich schon 20 Jahre alt, wenn es reicht. Ja, ich weiß, ist gerade nichts anderes da. Wir MacGyvern das eben für Sie. Oh, es kommt noch was raus. Ja, dünn auftragen, ja. Ja, ich hasse es, ich hasse diese Pampe. Sei nicht so emotional, gell? So, dele, tun wir da ein bisschen was drauf, das passt dann schon. Gut, der Rest tritt sich fest. Jetzt muss der Scheiß noch rein. Habe ich die, ja gut, die Lötaugen habe ich einigermaßen sauber. Die geht da schön rein. Bis jetzt ging alles viel zu einfach. So, schön fest anziehen, dass das ganze Ding schön thermischen Kontakt hat. Verlöten kommen wir später. Und weil wir schon dabei sind, weil ich den Elko halt schon mal draußen habe. Es kostet ja nichts, den geschwind zu testen. Ja, 1000 μ steht drauf, 989 μ, also zumindest mal der auf der Niederspannungsseite, der ist okay. Das würde mich jetzt nämlich extremst ankotzen, wenn ich den schon draußen hatte und der nach im Arsch ist. Sonst wäre natürlich der hier, den ihr jetzt nicht seht, ja, sonst wäre natürlich der hier extrem verdächtig. Aber so rein optisch sieht er gut aus. Machen wir mal weiter. Kleiner Pro-Tipp, weil wir sind wieder dabei, dass wir eine Hand zu wenig haben. In dem Fall geht es gerade noch, von der Rückseite festhalten. Wenn es nicht geht, ein kleines Lötbatzal draufmachen, hier an die Stelle, heiß machen und das Bauteil dann dagegen schieben. Ist nicht elegant, aber es geht. So, abschließend mache ich noch die Beinchen etwas kürzer. Auch schauen, dass man alle wieder findet. Sowas ist natürlich blöd, wenn das liegen bleibt. Dann lieber vorsichtig schön mitzählen, die Beinchen. Immer schauen, dass man die richtige Anzahl von Beinen hat. Nee, Quatsch. Ja, ich weiß, der kleine Seitenschneider liegt gerade woanders. Ihr merkt, ich bin extrem optimistisch. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das funktionieren wird. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Also visuelle Kontrolle auf jeden Fall machen. Sieht jetzt nicht schlimm aus. Und wenn man schon dabei ist, kann man natürlich mal gucken, wie die Lötstellen insgesamt ausschauen. Aber da habe ich jetzt keinen Einwand. So. Das Corpus Delicti hier. Corpus Delicti, das ist übrigens lateinisch, ne? Heißt Körper des Verbrechens. Delictus, Delicti müsste Verbrechen, glaube ich, heißen. Da ist uns mein Latein immer ganz so sicher. Aber Delicti ist der Genitiv. Und das hat euch jetzt natürlich nicht interessiert. Aber ihr wisst ja, ich erzähle es euch trotzdem. So, dele. So, ich habe mir jetzt gerade überlegt, ob ich das jetzt hier liegen lassen soll, damit ich es beobachten kann beim Einschalten. Auf der anderen Seite ist es mit den Kabeln ein bisschen unpraktisch, weil ich ja noch hier diesen Einschalter hier da oben reinstecken muss. Und natürlich mache ich jetzt die Platine raus oder ich mache die hier rein. So, also das ist schon mal eine Verbindung. Und jetzt kommt der hier da rein. Ich habe mir da jetzt mal eine Folie dazwischen gelegt, weil mir auch nicht ganz klar ist, was dieses Gebimsel hier sein soll. Die Vermutung ist, dass er hier dieses Kabel, dieses Ummantelte, dass es da vielleicht Probleme gibt, wenn das an diesen Kontakten hier reibt im Laufe der Zeit, dass die da Angst hatten, dass es dann mal einen Isolationsfehler gibt. Jetzt fehlt hier noch der Anschluss. Dann können wir den ganzen Spaß eigentlich auch schon mal ausprobieren. Guckt mal auf diesen Zapfen hier in der Mitte jetzt vom Bild. Ich schalte ein und ihr seht, es leuchtet. Und ich schalte aus und er geht aus. Also, das sieht jetzt schon aus, wie wenn es kein voller Fail wäre, der ganze Spaß hier. Eine Sache wäre noch wichtig. Ich erzähle es jetzt nochmal. Rein sicherheitstechnisch ist das natürlich etwas, was ihr nicht machen dürft und nicht verkaufen dürft. Aber bevor ihr irgendwas in Betrieb nimmt, wie illegal auch immer, schaut mal, ob der Massekontakt. Also ob die Erde, nicht die Masse, ob die Erde angeschlossen ist.
Auch das ist natürlich jetzt keine richtige Erdprüfung. Ja. Das Gehäuse ist jetzt hier noch nicht verschraubt, weil das ist auch ein bisschen lästig. Ich möchte aber erstmal gucken, ob wir auf dem Panel überhaupt ein Menü sehen, weil die Hintergrundbeleuchtung geht schon mal an. Aber es könnte ja sein, dass das die Elektronik nicht hochkommt und dann kann ich mir eigentlich jede weitere Arbeit sparen. Ui, seht ihr es? So, ich kann es ausschalten. Ich kann ihn einschalten. Er zeigt ein Menü und er explodiert schon mal nicht. Natürlich erzähle ich euch jetzt schonungslos, was passiert ist und wie die ganze Sache ausgegangen ist. Der Monitor steht jetzt hier nochmal frei fliegend in meinem Setup, weil ich wollte den ersten Mal Probe laufen lassen. Der ist jetzt schon so 2-3 Stunden Probe gelaufen. Also es sieht jetzt nicht danach aus, dass es eine Überraschung gibt. Wie gesagt, das Setup funktioniert. Jetzt seht ihr auch wieder, wie das Ganze jetzt hier gedacht ist. Der Spalt verschwindet nachher natürlich hier. Also ich bin jetzt relativ geplättet, dass es so simpel war, auch wenn ich den naiven Ansatz, den ich jetzt da gefahren habe, echt jetzt niemand empfehlen möchte. So viel jetzt hier von mir. Ich schiebe noch geschwind meinen Werbeblock drunter. Also, wenn euch das irgendwie geholfen hat, ihr könnt gerne meine Affiliate-Links unter dem Video benutzen. Das heißt, wenn ihr auf den Link klickt, dann kommt ihr bei Amazon raus, bei irgendeiner Angeboteseite. Ihr müsst nicht irgendetwas von dem Scheiß kaufen, was da kommt. Ihr könnt irgendwas kaufen. Der Cookie, der da kommt, ist dann 24 Stunden gültig oder bis eben euer Einkauf abgeschlossen ist. Ihr müsst nicht mehr bezahlen. Ich kriege ein paar Prozent davon und dann freuen wir uns ganz narrisch. Ihr könnt auch, wenn ihr nichts kaufen wollt und mir direkt Geld in den Hut schmeißen wollt, über Patreon gehen. Das ist, wenn ihr auf der Kanalinfo rechts oben, dass ihr diese ganzen Links zu meinem Twitter und zu meinem Facebook und zu meiner Homepage. Wenn ihr da drauf geht, da könnt ihr dann sagen, ja, ich will dem Kasper da $1 im Monat geben zum Beispiel. Das ist doch eine ganz nette Geschichte für alle, die sagen, hey, du, ich will jetzt hier nicht bei dem Kommerz mitmachen, aber ich will, dass du ab und zu wieder was zerlegen kannst. Das ist natürlich jetzt hier extra. Habe ich das übrigens schon gesagt? Also 3-4 Stunden Arbeit, ungefähr 13 bis 15 Euro. RS liefert sehr schnell, muss man echt sagen. Allerdings per, was war das, GLS oder irgendeinem tollen Paketdienst. Naja, okay. Fand ich also ganz lohnenswert. Aber ich glaube, jetzt haben wir genug gelabert. So, schnappen wir uns mal geschwind noch das Netzteil, so in aller Kürze. Da ist der Kaltgerätestecker, da kommt der Saft rein. Geht dann über den Schalter, dann hier natürlich eine Sicherung. Die war ja, die habe ich ja nachgemessen, der war okay. Dann ist da noch ein NTC und zwar soll der dazu dienen, den Anlaufstrom zu begrenzen. Wenn ihr das Ding einschaltet und dann wird der Elko hier geladen, dann wird es richtig schön krachen und deswegen, der hat einen gewissen Widerstand und wenn dann Strom durchfließt, wird er heiß, der Widerstand wird geringer, aber dann ist natürlich hier auch der Kondensator schon mal geladen. Das hier dürfte ein Varistor sein. Dann nochmal jede Menge Entstörgelumpse, das ist eine stromkompensierte Drossel, funktioniert so, dass der hin- und rücklaufende Strom sich gegenseitig kompensieren und deswegen auch nicht gedämpft werden, aber alle, ich sag mal, unsymmetrischen Störungen hier, also HF-Störungen, die gegenüber Ground zum Beispiel wären, die würden nur auf einer Leitung auftreten und die werden dann hier, weil dann Magnetfelden resultieren, das entsteht, werden sie hier gedämpft, bla blub, und dann kommen nochmal zwei normale Drosseln, die dämpfen eben einfach die HF-Störungen, die auf beiden Leitungen dann wären. Also Standardbeispiel, da ist jetzt ein Taktgeber hier in der Schaltung, der natürlich einen hinlaufenden, einen rücklaufenden Strom erzeugt und das würde dann hier gedämpft werden. Dann kommt ein Gleichrichter, der letztendlich hier den Elko vollpumpen soll, tut er aber noch nicht so gleich direkt. Da kommt nochmal eine Drossel. Ich denke mal, das ist jetzt auch, um das Signal nochmal zu sieben. Und hier ist nochmal ein größerer Wumpf. Und was macht jetzt der Wumpf? Das ist nämlich kein Übertrager, nicht so wirklich jedenfalls. Das hier ist die Power Factor Correction. Also dieser Teil hier lädt den Elko. Wenn man den jetzt einfach direkt laden würde, was man da machen könnte hinter dem Gleichrichter, dann ist eben das Problem, dass Spannung und Strom nicht unbedingt immer synchron sind, bla 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 bla. Also am Ende ist das so, dass der synchron zur Netzspannung eben hier auch einen Strom in den Elko pumpt und dann eben der Power Factor zwischen Strom und Spannung passt. Das ist ab größeren Leistungen vorgeschrieben. Wenn euch das noch nicht so ganz klar ist, das ist ein bisschen ein kompliziertes Thema, müsst ihr mal, könnt mal das Thema Blindleistung und Scheinleistung nachgucken. Dann kommen wir jetzt hier in den Bereich, ich mache jetzt hier mal einen kleinen Sprung,
Weil da wird jetzt natürlich, wenn wir hier jetzt mal die Netzspannung haben, dann wird dieser ganze Spaß zerlegt. Das dürfte, jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, ich glaube, einer von denen oder der hier ist der. Weiß jetzt nicht auswendig, welcher von denen der Schaltregler ist, also der schaltende IC, der nachher hier diese Übertrager bedient. Gewerkelt haben wir hier, und das ist eine Doppeldiode, die macht eigentlich nur das, dass an dem Übertrager auf der Sekundärseite eben zwei Dioden parallel geschaltet sind. Das ist so ein bisschen eine trickreiche Schaltung. Am Ende des Tages kann halt dann der Stoßstrom höher sein, weil die eben, so wie sie jetzt hier verschaltet sind, eben, wie gesagt, parallel wirken. Das ist eine, was war das, 40 Ampere 100. Und die pumpt dann die 5,1 Volt in den Elko da rein. Dann ist da noch so ein bisschen Bimsel drumherum. Und hier, da ist dann die Rückführung, dass eben dann hier zurückgemessen werden kann, welche Spannung auf der Sekundärseite dann ankommt. Und die führt dann in den Schaltregler EC. Das ist jetzt soweit, wie ich das Dingens gerafft habe. Und wie es jetzt auch so grundsätzlich nötig war zu verstehen, damit man auch weiß, woran man auch rumfummelt. Standardsachen, an denen man sucht, sind natürlich Gleichrichter, gucken, ob die Dioden in der falschen Richtung auch leitfähig sind. Eigentlich aller einfachsten ist es, wenn ihr mal erstmal optisch guckt, haben die Elkos irgendwelche Beulen? Das ist so das Standarddingens. Gucken, dass die Hochvolt-Elkos, die kann man dann, sollte man dann auslöten und den ESR, da sollte man auch mal ein Thema drüber machen, einen ESR bestimmen, weil die werden halt schlecht im Laufe der Zeit. Und auch die getaktete Ströme haben, also die eben jetzt an den, in den Schaltnetz, in den geschalteten Bereichen werkeln, das ist kritisch. Alle Halbleiter, was eher nicht passiert, ist diese Drosseln. Die Ausnahme bestätigt die Regel. Natürlich, klar, Sicherung hier. War da noch irgendwo eine? Ich dachte, da wäre noch irgendwo. Ah, da hinten ist nochmal eine Sicherung. Da kann man dann auch mal gucken. Ihr wisst, was ich euch gesagt habe, das Ganze ist sehr gefährlich. Und wenn ihr an solchen Teilen rumbastelt und nicht wisst, was er tut, besteht natürlich auch inhärent Brandgefahr. Vor allem das Thema Sicherungen. Da nicht so großmütig drüber wegsehen. Wenn ihr eine ersetzen müsst, ist es immer scheiße. Natürlich kommt man mal auf die Idee, mal die kurz zu überbrücken, wenn es eine Sicherung weggeblasen hat und ihren Fehler wegmacht. Naja, manche machen das. Aber dann schaut, dass ihr gefälligst wirklich die gleiche nimmt, also eine mit den identischen Werten, weil da kann manchmal ein Unterschied zwischen träge und flink, da ist ein Unterschied. Und das kann tatsächlich dazu führen, im besseren Fall, dass ihr euch bloß wegbläst beim normalen Einschalten und im schlechteren, dass eben dann noch irgendwie die Feuerwehr bei euch vor der Tür steht. Ja, ich glaube, das war es jetzt mal so im Groben. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Servus.